Hallo, guten Tag und Dobrodan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt es wieder ein Wicker Gameplay und heute geht es um eine Waffe, wo ich auch mal eure Meinung hören möchte. Es ist für mich irgendwie eine neue Meta-Waffe, mit der funktioniert es recht gut. Ich glaube so, das ist meine neue Waffe, mit der ich jetzt hauptsächlich spielen werde, aber ich weiß es noch nicht genau. Aber die M4, die war schon in der Vergangenheit stark, ist jetzt aber auch sehr stark und irgendwie fühlt die sich gerade richtig gut an. Die M4, heute wieder unterwegs, in meinen Händen, auf der neuen Map. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euch alles Gute, euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go! Okay, hier ist das Safehouse. Ja, nicht schlecht, können wir mal hingehen. Dahinter ist auch direkt der Detektor. Aber warte, wir nehmen hier das Benzin noch mit. Wir starten hier in der Gegend, wo auch Shootout stattfindet. Direkt beim Heulabyrinth. Ja, jemand ist beim Detektor, logisch. Da spawnt man natürlich und geht direkt ran, das ist klar. Langsam wird's mit der Map. Langsam check ich, was hier abgeht. Aber nur langsam. Also ich bin noch nicht perfekt hier. Weiß nicht genau, wo was genau ist, aber so langsam weiß man, wie die Gegend sich verhält, aussieht, bebaut ist. Guck mal, das Rote da. Das ist Safe House. Boah, Kommstation im Kühlschrank, oder? Geil. Coole Idee. Verlegen den mal hier. Zentral hier hin. So, jetzt gehen wir rüber. Aber hier so hoch. Okay. Im Schatten des Waldes. Sache ist die, wo ist wohl der Gegner? Irgendwo wird hier einer sein. Niemand ist bisher ins Safehouse rein, weil auch echt riskant. Sich dann im offenen Safehouse die Türen, die Bretter abzumachen, ist riskant. Ich mach den Ping. Ich check das ab. Jemand ist im Haus dahinter. Sehr geil. Dafür haben wir das hier mitgenommen. Auf. Ich habe ihn getroffen. Ich kann nicht meine ganze Munition verschwenden. Aber wieso haben meine Mörser dem eigentlich nicht wehgetan? Frage ich mich. Immer noch drin, oder? Ich glaube, der Gegner ist immer noch drin. Ist er noch oben? Ich höre nichts. Da. Ja, er ist hier noch. Da liegt er genau in der Ecke.
Boom. Nächster Gegner kommt. Ich höre den schon. Hinterm Safehouse, glaube ich. Ich gehe aufs Dach. Schnell, schnell, schnell. Nein. Oh nein. Manchmal ist es wirklich schwer. Ich höre ihn hier. Wo? Irgendwo habe ich was gehört. Wo ist er? Klaut er gerade meinen Tresor? Ich muss pingen, weil ich nicht weiß, wo er ist. Ich sehe ihn nicht. Ja, da hinten. Da ist er gerade langgerannt. Hat der meinen Tresor geklaut? Kann sein. Der nächste ist jetzt hier. Oh nein, wurde mir mein Tresor gezockt? Möglich ist es. Nee, alles noch da. Schön. Aha. Da. Oh nein, das gibt's nicht. Ich habe ihn echt gekillt. Was? Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Boah. Ja? Oh, oh. Oh, oh. What the? Warum bin ich nicht tot? Geil, ich lebe noch. Wer war das denn jetzt? Wieso, wo kam der denn her? Dreijod. Geil. Leute, das ist crazy. Aber da hat doch noch jemand geschossen. Warte kurz. Ich brauche ein bisschen Lebensenergie wieder. Da läuft er. Ich glaub's ja nicht. Da. Ich muss noch meinen anderen Kill looten. Ich habe 2 Pings. Schade, dass man hier nicht auf die Berge richtig drauf kommt. Hier auf der Lane ist jemand. Ja, da wo ich gerade hingeschossen habe, da ist er immer noch. Schlüssel. Kann man hier hoch? Zieht er sich hier nicht hoch? Oh, ist das bitter. Er zieht sich hier nicht hoch. Herrgott.
Ich muss meinen anderen Kill looten. Okay. Wo war der? Der war doch... War der nicht hier irgendwo? Aber ich wurde gepinkt. Ätzend. Ja, hier. Hier ist mein Kill. Boah. Krass. Noch ein Jod. So, was ist jetzt hier Phase? Wir haben noch einen Ping, ne? Wir müssen noch mal pingen. Da. Da war er gerade. Da. Ich sehe ihn sogar da hinter dem. Mit ihm. Er schießt nicht zurück. Ich sehe nichts. Wo ist der Gegner hin? Wie oft habe ich ihn getroffen? Krass, oder? Oh, was? Wie weit ist er schon weg? Der rennt weg. Aber warum? Keine Waffe? Würde erklären, warum er nicht zurückschießt. Verdammt! Er ist bestimmt meilenweit weg. Mist. Wir haben so viel Jod. Wir können uns kurz überlegen. Haben wir auch Benzin? Ja. Okay, wir holen uns noch den Airdrop. Wir haben wie viel Jod? 4? Ja. Los, los, los. Wenn der Airdrop denn da noch drin ist. Aber dann ist der Gegner halt entwischt. Ist okay. Ja, Benzin brauchen wir für den Exit zum Bezahlen. Jetzt kann man das auf einmal nicht benutzen. Okay. War nicht gerade ganz kurz so ein kleiner Loot-Tick dran? Naja. Ja. Wir nehmen schon mal einen Jod. Oh, der wurde extra noch verstrahlt. Der wurde noch zusätzlich verstrahlt. Oder? Ja, 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 ja. Okay, aber mit 3 Jod machbar. Und wir haben auch noch zum Ausdauer ein bisschen aufpolieren. Machbar. Auch wenn er verstrahlt ist. Wir schleppen den Airdrop jetzt nach Hause über den bezahlbaren Exit. Jawohl. Wir looten sogar auf dem Weg noch. So, moin. Jetzt hier schnell an die Tanke ran. Easy. Okay. Rein in den Exit. Rein ins Boot. Perfekt. Ciao, ciao. Coole Runde. Hat Spaß gemacht.
Das war's. Wir haben aber den Airdrop gesichert noch. Sehr gut. Mit dem Jod war das kein Problem. Und wir können auf jeden Fall den Airdrop aufmachen. Fast wieder 4 Kills. Um ein Haar wieder Bedrohung geworden. Knapp. Aber auch Glück gehabt. Vielen Dank für den Airdrop, für den Rohstoff-Airdrop, könnte man sagen. 3x Rohstoffe bekommen, sehr gut. Das war ja mal wieder eine verrückte Runde hier auf der neuen Map. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und wenn ihr mich supporten wollt, geht das kostenlos und einfach über einen Daumen hoch und den Abonnieren-Button. Macht die Glocke an, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann auch wirklich beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.